Ich bin erleichtert, meine lieben Freunde. Wir haben... Schon wieder hier Lichtverhältnisse, super. In der letzten Folge haben wir Toadette halbwegs erfolgreich... ...eskortiert. Und heute... Geht es da genau weiter? Papa. Madame Vastrella, habe ich das richtig gelesen? Madame Vastrella, okay. Blau. Just blau. Also zumindest um das eine mal zu machen. Nein, nicht rot. Jetzt mal blau. Sieht das richtig grün? Grün, gell? Nee. Nee. Weiß nicht, was macht überhaupt gelb? Jetzt rot? Kurz, ich muss halt gucken. Denn jetzt bräuchte ich noch blau. Ja, ja, und jetzt. Rot und blau ist die Lösung. Oh, ich hasse, das können die das nicht überall rutschig machen. Es regnet sogar, es ist doch Wasser. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt schon wieder hier extrem viele Probleme, was Bluescreen oder so angeht. An manchen Punkten. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das hier machen. Ja, ob ich jetzt nah da bin oder weiter weg. Es ändert sich nicht viel dran. Ne? Und zu weit weg darf ich auch nicht, sonst werde ich... Ich mach mal mein Dings ein kleines bisschen größer. So. So kann ich erstens weiter weg sitzen. Zweitens Mikrofon weiter nach hinten tun. So. Und drittens, so spiegelt das nicht mehr ganz so. Okay, wir haben jetzt die Tür geöffnet. Und es führt uns weiter. In eine neue Arena. Oh, da sind Grobiane. Ein erreiche das Gebiet, ja. Ach, Grobiane. So. Kann man mit Schokolade Produktplatzierung... Man kann sogar mit Schokolade Produktplatzierung machen, glaube ich. Seht ihr? Ja. Steht nämlich was drauf. Ah, ihr könnt das gar nicht sehen, das wird bei euch wegeditiert. Sehr schön. Hm. So. Habe ich nicht aufgepasst. Ach, das ist das. Ja, wo sind wir denn? Hier, gell? Und zwar holen wir uns dafür Luigi. Mhm. Er kommt doch noch in diesem LP vor. Jetzt können wir Peach natürlich nicht mehr nehmen. Luigi. Teamsprung wird erweitert. Nochmal bitte öffnen. Luigi braucht kurz ein Waffen-Upgrade. Tinte ist besser, dann kann der Gegner nicht angreifen. Und sekundär kriegst du jetzt auch Tinte. Ich mag Tinte. Weil Tinte ist sehr gut. Muss man schon sagen, fairerweise. Weil Luigi kann jetzt 9 Felder weit springen und kann somit den Wassergraben überlegt hat. Doch, müsste.
Luigi kann. Leichtfuß. Jetzt können wir alle noch weiter laufen. Luigi kann bis dahin. Dann stellt sich Mario. Habe ich das richtig? Ja. Luigi, bis wohin kannst du? Du kannst noch eins weiter. Dann da. Hier stellen wir jetzt Mario hin. Jetzt kommt's. Luigi. Wieso? Wieso nicht? Normalerweise sollte Luigi darüber springen können. Oh Mann, warum nicht? Das war doch so toll. Letztes Mal konnte er es. Außer wir stellen wirklich Mario dann ganz dicht dahin. Wobei wir packen. Wir packen Luigi mal hier. Nee. Wir packen Luigi dahin. Und Mario stellt sich. Oder Rabbit Peach stellt sich dann wirklich da ganz an die Kante. Ach, er ist jetzt schon gelaufen. Also ihr seht schon, Luigi ist sehr weit auf Distanz ausgelegt. Und Luigi ist auch echt gut, eigentlich. Ich benutze ihn nur selten. Mario kann zum Beispiel gar keinen treffen. Und Rabbit Peach schafft es auch nicht rüber. Ja, nee, dann rennt sie. Rennen kommt so weiter. Und stellt sich mal hier hin. Und schießt auf den und nimmt den sogar raus. Und zwar einen Gehilfen, schon mal gut, dass der weg ist. Gehilfen haben uns bis jetzt nämlich immer bloß Probleme bereitet. So. Nicht, dass ich ganz so im Bild bin die ganze Zeit. Nee, sobald der Grobian da reinläuft, gibt's Probleme. Weil sonst konnte Luigi immer rüberspringen, wobei ich habe früher auch Luigi viel mehr benutzt. Deshalb war er da schon immer bei Leichtfuß. Also Luigi ist der eigentlich auf die weite Distanz. Der ist, kommt extremst weit. Und so. Er kann, glaube ich, so viel ich weiß, auch zwei Teamsprünge. Hab ich das richtig in Erinnerung? Ein Sprung. Jetzt kommt er rüber. Er wird zwar getroffen, aber er kommt rüber. Und er wird sogar getroffen. Kein Tinte, kein Tinte. Gut. Also dann ist der schon mal weg. Luigi ist nämlich auch richtig stark. Und Luigi macht jetzt Eisenblick an. Er macht zwar bloß 75 Waffenschaden, aber er kann zweimal schießen, bis zu dreimal. Dann Mario auch schon rüber. Nee, kann er nicht. Dafür kann Mario sich aber... Wir werden einen Grobian jetzt rausnehmen. Wir werden es zumindest... Ne, wir schaffen das nicht. Nee. Außer wir würden uns halt... Warte mal. Außer wir stellen uns... Wobei, der hat ja auch noch... Wir können uns hier hinstellen. Heldensicht und schießen auf einen der beiden. Zack, wir nehmen den vorderen. Zack, der fängt jetzt an zu laufen, kriegt nochmal zwei mit. Sprung. Ist raus! Okay, Rabbit Peach, dann dashst du den. Stellt sich dahin und nimmst die Bombe. Die macht gut Schaden. Honig, er kann sich nicht bewegen. Dann brauchen wir auch kein Schild. Der wird jetzt Luigi angreifen. Beziehungsweise... Cute. Dashen. Hoch. Weiter rennen. Okay, der schießt uns an. Luigi, du musst... Er muss nur noch dahin. Also Luigi, gehst du durch die Röhre.
Setz dich mal dahin. Da haben wir eine Tarotkarte am Boden. Mal kurz gucken. Irgendjemand, der da so am Dings hängt. Nein! Ich habe doch noch nicht mal den Zug beenden gedrückt. Und Mario, du kannst ihn jetzt easygoing rausnehmen. Nicht von hier. Von hier, von hier. Von hier kann Mario den Grobian rausnehmen, das ist schon mal was Gutes. Ich habe wieder das Gefühl, dass ihr mich nicht richtig hört. Ich kann das Mikrofon aber nicht noch näher nehmen. Langsam gibt es Probleme mit dem Kabel, meine ich. Ja. Genau, ich rede einfach mal ein bisschen lauter, vielleicht klappt das ja. Zack, weg mit dir! Und sogar noch mit Sprung. Sehr schön. Ich mache einfach bei mir den Sound lauter. So. Schade. Luigi trifft auch keinen. Auch die Bombe trifft keinen. Gut, dann geben wir den Zug ab. Dann spawnen da vorne zwei Hopser. Okay. Mhm. Schießt du auf Luigi? Nicht? Okay. Überleg gerade, was sich mehr lohnt. Hier oben lang oder unten? Mal gucken, machen wir gleich. Erstmal. Theoretisch kann Mario darüber springen. Nicht nur theoretisch, praktisch eigentlich auch. Von der Distanz kann er das. Sogar noch mit einer Stampfattacke auf den Typ drauf und sogar noch richtig weit vorkommen damit. Okay. Ich weiß, 50% ist jetzt aber nicht so schlimm. Das ist ein Ziggy. So viel Schaden wird er nicht anrichten. Und wir treffen ja noch nicht mal. Lassen wir mal die Bombe einfach fahren, weil es langweilig ist sonst. Ich finde die Musik immer noch sehr ansprechend. Ich mag die. Warum wird mir das jetzt eigentlich... Ach, weil ich das Dings größer gemacht habe. Okay. Und Luigi nimmt doch die Röhren, weil das irgendwie nahe liegt. Und er schickt dann die Bombe zu den zwei Dödels nach da vorne. Lohnt sich. Klappt also mir so egal. Wenn ich Leichtfuß aktiviere... Nee, das plus gibt plus wie halt. Wir schicken auf den vorderen die Bombe. Der wird auf Mario schießen, ganz eindeutig. Ja, klar. Der wäre auch ziemlich doof, wenn er es nicht tun würde. Okay. Wir rennen aber weg vor der Bombe. Jetzt haben wir zwei Bomben auf dem Spielfeld. Der macht erstmal den weg. Gut. Jetzt haben wir das Problem, Mario kann nicht angreifen, ist aber nicht so schlimm. Die Bombe explodiert. Er lebt aber noch. Rabbit Peach rennt hier durch, rennt hier hoch und rennt zu Mario. Wundert mich, dass so wenig Gegner gerade auf dem Spielfeld sind. Luigi. Plus 1, dann würde Luigi bis dahin kommen, aber auch nicht ganz voll. Du stellst dich dahin, dann triffst du den einen zu 100%. Und nimmst ihn sogar raus, gut. Der macht 150 Schaden bloß mit dem Schuss. Die Bombe macht bis 188, ja. Eisenblick, falls sich einer traut, von dem da unten hochzukommen. Mario, du rennst. Du rennst mal zu Peach. Ist ja eigentlich egal. Nächste Runde ist fertig. Normalerweise. Er wird getroffen. Er lebt aber noch. Und er schießt so. Oh, es ist nächste Runde doch nicht gemacht. Er hat uns weggeschossen. Aber jetzt sollte sie. Ist das machbar? Es ist machbar. Mario, es gibt keine andere Möglichkeit. Du stellst dich dahin. Und wir hoffen, dass Peach es schafft. Okay. Und wenn sie es nicht schafft, ist auch nicht so schlimm. Dann stellt sie sich halt dahin und schickt eine Bombe nach da vorne.
Okay, wir laufen erstmal hier vor. Man nennt es 100% Treffsicherheit. Peng. Sehr schön. Eigentlich ganz einfaches, simples Spiel. Wenn man halt versteht, was man machen muss. Es ist gar kein Gegner da, also müssen wir gar nichts mehr weiter überlegen. Lass jetzt mal den Hopser hier kommen. Der klaut uns die Münzen. Alles gut. Luigi kriegt ein bisschen Damage. Das ist sogar sehr gut. Ich hoffe, er erreicht die nächste Runde noch. Wäre blöd, wenn nicht. Jetzt kann es problematisch werden. Mario, kannst du schon hier runter? Du kannst schon hier runter. Mario, du bist gut. Du bist sehr gut. Och nee. Aber kann ich von hier den Gegner treffen? Nee, die sind einfach zu weit weg. Dann stelle ich mich hier hin. Kann wieder keine Bombe schicken. Luigi, du überlebst das. Kommt mal. Danke. Bitte. Luigi. Nein! Er ist gestorben, aber genau in dem Moment ins Ziel gerollt. Deshalb haben wir gewonnen. Ihr seid alle verdammt. Verdammt! Und du bist Madame Bastrella. Ach ja. Verdammt zur minderwertiger Wahrsagerei. Zu skandalösen Preisen. Wenn ihr jemand anders als Madame Bastrella aufsucht. Oh. Gut, vielen Dank, aber ich errichte mein Haus lieber auf dem soliden Fundament von Wissenschaft und Vernunft als auf sinnlosem Aberglauben. Dann wollt ihr nicht wissen, wo sich das letzte Relikt befindet? Eine Weissagung, bitte. Jenseits der Gärten, unter den Bergen. Das Ding, das ihr sucht, liegt verborgen im Brunnen. Hätten wir einen Tipp bekommen, was das für ein Ding ist? Selbst das Licht vom Bastrellas innerem Auge kann die Dunkelheit nicht aus allen Ecken der Ungewissheit verdrängen. Das ist ein Automat. Aber... achtet, worauf ihr schreitet. Nicht alles ist, was es zu sein scheint. Sprechen wir über den Boden? Stolpert einer von uns oder sowas? Nein. Na gut, ich glaube, wir haben genug Zeit mit diesem Theater verschwendet. Wir lassen dich jetzt weiter Dorftrottel um ihr Geld bringen, das sie für eingelegte Schweinefüße gespart haben. Guten Tag, Madam. Ihr seid alle verdammt. Verdammt! Das ist alles, was sie sagt. Okay. Also ich bin auch so ein Typ, ich glaube diesem Zeugs gar nicht. Hier liegen auch überall diese Tarotkarten herum. Da haben wir noch eine Kiste. Mit einem seltsamen Brunnenporträt, beziehungsweise Bild. Ey, das ist gerade. Ich finde das gerade problematisch mit dem Mikro. Ganz im Ernst. Laufen wir einfach mal weiter. Oh, was steht hier auf dem Schild? Ach, hier geht's wirklich nur um diese Madame Bastrella. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich spreche es einfach mal so aus, dass ich es sehen kann. Hier gibt es eine Robe, die uns wohin führt? Ziemlich weit weg. Hallo? Endet das auch mal? Ah. Können wir noch nicht machen, denn uns fehlt dazu die Gabe, Steine zu schlachten. Aber hier gibt es einen Knopf, den wir drücken
können. Der öffnet uns den Kopf des Rabbits, damit wir nach oben köpfen. Keine Ahnung. Erstmal hier Heilung für Luigi. Luigi werden wir jetzt auch wieder rausnehmen, klar. Genau, machen wir gerade. Und holen Peach wieder mit rein. So. 20 Powerkugeln. Luigi, du hast gut gedient. Du hast deine Aufgabe sehr gut gemacht. Zack. Und zack. Skill Tree. Mario, du hast 70 Powerkugeln. Dann gebe ich dir ein bisschen mehr Leben. Und erhöhe den Radius, nachdem du gestampft hast. Rabbit Peach. Bei dir kriegt die Heilung noch eine größere Reichweite. Rabbit Luigi hat sehr wenig Leben. Kriegt aber trotzdem von mir mehr Rasereischaden. Und ein Geldbonus. Ja. Und Luigi hat schon volle KPs. Dann sparen wir mit dem auf den Multi-Multi-Eisenblick. Dreimal Kabum-Raserei. Wie viel kostest du? 80. Raserei auf 100 Schaden erhöhen. Ja. Perfekt. Und Peach? Mehr Heilung? Stimmt, sie kann weiterlaufen. Und von mir aus noch ein bisschen mehr Münzen. Genau. War's das dann auch für heute mit der Folge? Theoretisch, ja, praktisch laufe ich jetzt noch zurück. Wenn ihr wollt, könnt ihr abschalten, das Video liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auf jeden Fall nicht die nächste Folge verpasst. Bis dann, ciao. Jetzt ist nur noch die wahre Community am Start, die sich die Videos komplett anschauen. Wir werden jetzt einfach mal weiterlaufen und hier zum Beispiel diesen Typen angucken. Wer beim Tarot einen lebendigen Rabbit zieht, dem bringt die Zukunft Chaos, Zerstörung, Gelächter und eine Riesentoilette. Beepo, warum weißt du sowas? Achso, Beepo ist ja ein Roboter, der weiß sowieso alles. Okay, wir laufen einfach mal hier weiter. Und da hier der nächste Kampf ist, beenden wir das Ganze hier schon. Das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.